Hallihallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen zurück zum Let's Play von TrainSimWorld 2. Wir fahren heute, wie ihr schon sehen könnt, den EC 67 von Dortmund nach Wien auf dem Teilabschnitt zwischen Aschaffenburg und Gemünden. Und genau, schauen wir uns gerade an, mit was wir denn fahren. Wir stehen jetzt hier quasi mit einem Zug mit ein paar Schweizer Euro-City-Wagen und Celok ist von der ÖBB, weil wir nach Wien fahren, naja, gibt ja Sinn. Irgendwo gewissermaßen und genau, da vorne, das hört sich doch auch schon genau nach dem gleichen Modell einmal an. Ansonsten ist ja schon mal gut weit los hier am Bahnhof. Das heißt, wir dürfen erstmal schön unseren Zug einmal aufrüsten hier, dass wir da mal ganz gemütlich alles haben und dann einmal die Fahrgäste einsteigen lassen. Damit wir dann auch schon los können. So, genau, Bremse lassen wir erstmal so drin, wie es ist. Türen, das ist natürlich immer so ein Thema hier bei dem Zug. So, Freigabe links. Insofern, das hat irgendwie halbwegs funktioniert. So, dann machen wir die... Pieft auf jeden Fall. Dann müssen wir gleich links rausschauen. Das heißt, wir können das schon mal aufmachen. So, dann brauchen wir die Zugspitzensignale. Genau, die müssen wir einmal hier. Signale ich dann normal. Spitzensignal Hauptschalter ein. Und dann eine falsche Taste aufstehen. Ja, ich weiß, fauler Josh hier, ne? Müssen wir da ganz gemütlich hier mal schauen. Spitzensignale. So, jetzt ist das einmal an hier. Dann wollen wir noch gucken, dass wir vielleicht das mal auf den Informatiker-Modus bringen. So. Helles Licht ist der Tod. Und dann... Ja, ist das soweit echt erstmal halbwegs abfahrbereit, ne? Das können wir mal... Finde ich gut, dass wir es auch hier machen können. Einmal rauslugen. Ah, Türen verriegeln dürfen. Okay, das muss ich jetzt einmal hier so machen, weil wegen den Türsteuerungsproblematik... So, da steht der IC3 mit Bordbistro. Genau, wir stehen auch schon abfahrbereit hier. Ist doch eine fantastische Angelegenheit. Und dann hätte ich fast gesagt, wir fahren einmal los und mal den Blick hier auf den ICE erhaschen. Stimmt wahrscheinlich nicht. Doch, Tatsache, Aschaffenburg mit. Das ist dynamisch. Das ist ja wild. So. Hier haben wir mal geschaut. Wir dürfen. Super. Dann machen wir einmal zack. Hier zurück. Dann das Fensterchen zu. Zugbegleiter hat... Sitze ich auf dem falschen Sitz. Naja, Fenster machen wir dann gleich zu. Von hier aus vielleicht mit dem langen Arm. Das geht. So. Und einmal hier lösen und dann geht die wilde Fahrt einmal los. Wir haben alles an, glaube ich. Genau, dann wollen wir auch langsam hier anziehen. Langsam anziehen. Ja, muss ich erstmal alles lösen. Ja, der Zug ist heute ein bisschen auf meiner Linienweg unterwegs. Ich habe auch mal die Zugnummer recherchiert. Darunter verkehrt heute ein Railjet von München nach Budapest, glaube ich. Das ist bestimmt die logische Verlängerung davon, wie das früher mal gefahren ist. Ne? Da hatten wir auch wesentlich längere Zugläufe. Ach, ich möchte mal ganz kurz mal den... Das habe ich leider ein bisschen, ne? Fenster zu gehabt und rübergequasselt, aber ich wollte eigentlich nochmal die schöne Tonleiter hören, aber hey. Heute nicht so. Gut, wir wollen ein bisschen zügiger fahren, das heißt einmal zu hier, das Ding. Was mich auch immer wieder daran erinnert, dass es mal bei irgendeinem Pizmeet-Format, also irgendein so ein Pizmeet-Live. Ja, irgendein Pizmeet-Live-Quiz-Format war tatsächlich auch mal die Frage. Was, also, ne, was als Nicht-Bahnfänger für die würde Frage ist, aber wenn man ein bisschen für Bahn uns interessiert, war halt irgendwie die Frage, was irgendwie die Taurus-Lok der, also da war halt ein Bild eingeblendet, ÖBB, damit der Baureihe bezeichnet dort, oder ich weiß gar nicht, ob sogar dann die deutsche Bezeichnung mit der 182 irgendwie, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war halt die Kernfrage, was das Besondere an der Lok ist. Und klar, natürlich, die Antwort war die Tonleiter, die sie spielt beim Anfahren. Ach, das war schon irgendwie cool, dass es solche, ich sag mal, nerdigen Themen dann auch mal so ein bisschen in Anführungsstrichen in den Mainstream schaffen. Also, natürlich sind jetzt Gaming-Formate oder so Quiz-Show-Formate von Gaming-YouTubern jetzt auch nicht unbedingt Mainstream, aber vergleichsweise mal Mainstreaminger als das, was wir hier tun. Weit Mainstreaminger als das, was wir hier tun. Von daher ist sowas für mich Mainstream und für die anderen Leute ist halt wahrscheinlich, wäre es Mainstream gewesen, wenn die Frage jetzt halt im
in irgendeiner großen ARD-Quiz-Show am Freitagabend besprochen worden wäre. Ja, ist halt, sind halt die Welt, ne? Für mich ist das Mainstream genug. So, kommen wir dann ein bisschen hier auf. Zum Ende können wir da, ne? Die hat auch eine gute Leistung prinzipiell. Wir können ja, wenn wir jetzt wissen, dass da nicht viel ist. Ich meine, eine kleine Reise. Das ist gut. Den Zug hier einmal übernehmen. Unternehmen. Nicht übernehmen. Drohnenfahrt hier, ich hoffe da vorne war es laut. Ich hoffe da vorne war jetzt nichts Böses. Wir dürfen 160 mit bald 140. Das heißt, ich fahre mal hier eigentlich schon 140. Gut. Haben wir einen kleinen Drohnenshot gemacht. Also es sind natürlich diese verschiedene Inhalte aus dem Creators Club. Ich habe da schon lange nichts mehr dazu gemacht und fand das halt, wie gesagt, mal ein ganz cooles Konzept. Vor allem eben wegen der A, einfachen Zugänglichkeit zu neuen Szenarien. Aber eigentlich für mich vor allem eben interessant, die leichte Zugänglichkeit zu verschiedenen Lackierungen. Also finde ich immer ganz cool, dass man mal also aus diesen, ja, die Züge sind halt hier für die DB implementiert und dann war es das auch so, sondern dass halt einfach verschiedene Leute aus der Community dann halt eben, ja, Lackierungen erstellen für Wagen, wie sie vielleicht so mal wirklich existiert haben. Also jetzt, ja, plus minus ein bisschen oder zumindest ähnliche Wagenbaureihen so existiert haben. Oder halt auch einfach komplett fiktive Konstellationen beziehungsweise halt einfach um mal auch ganz neue EVUs da zum Beispiel mit ins Spiel zu bringen, die es halt da bisher vorher noch nicht gab. Also ist es schon eine coole Sache, dass es das gibt. Ich muss gucken, nicht, dass mich der Geschwindigkeitsprüfabschnitt, der da etwaig existiert, dann gleich noch runterbremst. Ich lerne ja auch noch dazu. Habe ich zumindest das Konzept auch mal irgendwann kennengelernt. So, jetzt können wir mal wieder hier, ne? So, aus ist eine Überholung. Ja, einfach eine Überholung. Also gut, wir sind dieses Mal der Überholende. Ciao. Ja, sorry, ne? Ich bin halt Fernverkehr, vor allem noch internationaler Fernverkehr. Aber was es ja wirklich gibt, sind ja ICE-Fahrten zwischen Dortmund und Wien, wenn ich mich nicht täusche. Die werden auch mit ICE-T gefahren, weil es halt oft, ne, wie ihr hier seht, also Strecken sind, wo man dann doch sehr viel kurvig irgendwie unterwegs ist, wo das dann wahrscheinlich relativ viel bringt mit der Neigetechnik. Ja, wird wahrscheinlich schon so sein. Also da bringt einem halt ein voll ausgestatteter ICE-3 mit Höchstgeschwindigkeit hat wahrscheinlich herzlich wenig. Und bloß natürlich dann die Zulassung für die Länder, blablabla, da hängt da relativ viel hinten dran. Das ist man mit der Lok hier ganz gut vertreten und die Wagen sind ja, glaube ich, auch. Steht das dann auch auf der. Das ist auch cool. Ja, eine schöne Sicht hier. So, also da von der Seite aus, da mit dem Zugschluss. Das baumelt sogar. So, dann müssen wir irgendwie was. 120 haben wir sowieso. Gut. Dann will ich mich mal. Ja, doch, Tatsache. Wir fahren jetzt zumindest nicht illegal durch die Gegend. Das ist ja schon mal was. So ist das eben. Ach stimmt, man kann hier auch. Muss ich auch immer dran denken, dass man die ja verlinken kann und hier und da. Die ist, glaubt, so ganz gut. So, ohne Halt, aber jetzt Aschaffenburg, Gmünden unbedingt jetzt der Fernverkehrsteil. Ja, vielleicht also alles, was so ein bisschen früher EC war, ist ja auch in. Kommt auch mal, es ist halt sehr länderspezifisch, dass auch internationale Züge teilweise relativ häufig halten. Und ich meine, der EC ist auch eher der Zug-Hierarchie wie der IC zugeordnet, von daher, ja, so schlimm ist halt gar nicht. Und ich meine, es gibt ja auch Beispiele, wo der ICE hält, ob man sich denkt, ja, ob das jetzt so ist. Aber meistens sind das halt dann die Linien, die früher. Sorry. Meistens sind das dann die Linien, wo man sich denkt, Alter, in dem Kaff hält jetzt ein ICE. Das sind ja die Linien, die aus der Umwandlung von Intercity-Linien entstanden sind. Und deswegen halten dann da halt jetzt auch ICEs. Ist jetzt auch generell was relativ
viel vonstatten geht. Also zumindest jetzt ist ja, glaube ich, auch wenn ich mich nicht täusche, ja bald absehbar, dass die alten Intercity-Wagenzüge nicht mehr fahren werden. Was ich halt insofern seltsam finde, dass die jetzt alle gerade erst frisch mit WLAN ausgestattet wurden. Aber hey, die sollen jetzt auch nicht mehr allzu lange unterwegs sein und dann halt eben sukzessive ersetzt werden durch halt ein paar Leistungen durch Intercity 2. Und ein paar werden dann halt zu ICE-Linien aufgewertet. Eben auch dadurch, dass der ECE1 jetzt noch länger in Betrieb ist in seiner verkürzten Gedönsform. Aber ganz so informiert bin ich da halt leider auch nicht. Aber das ist so das, was ich mitbekommen habe. Und ja, ich sag mal, bei ein paar Streckenführungen merkt man schon, dass das nicht schon immer ein ICE war. Kann einfach... Nee, das kann so nicht richtig sein. Wäre natürlich immer schön dann für Städte und fast schon Gemeinden, die dann einen Fernverkehrsanschluss bekommen, weil das ist halt auch immer... Ich weiß nicht, hatten wir das Thema schon mal so großartig? Also ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich mal auch ein bisschen erzählt habe, dass es halt voll viele Beiträge, vor allem in irgendwelchen solchen Regionalzeitungen oder Regionalfernsehsendern gibt, die halt darüber berichten, entweder, also die sich irgendwie dafür einsetzen, ein Fernverkehrshalt zu werden, wo ich mir so denke, ja, welchen... Also gibt es jetzt wirklich Leute, die sich irgendwie stark davon beeinflussen lassen, ob da jetzt zweimal am Tag ein Fernverkehrszug hält? Also ich kann halt nicht nachvollziehen, dass dann ganz viele so lokale Politiker da also einen unfassbar großen Nutzen drin sehen, dass der eigene Bahnhof Fernverkehrshalt wird. Also ich meine, welchen Vorteil bietet das für die Fahrgäste, dass die in einer bummeligen ICE-Linie, die halt dann in jedem Kaff dreimal hält, der dann da ankommt, statt halt mit einem ICE, der zügig ist, an den nächstgrößeren Bahnhof zu fahren und dann mit dem Regionalzug weiterzufahren. Ich weiß nicht, ich hätte mich jetzt auch nicht davon abgehalten, dort entweder zu arbeiten oder zu leben oder Urlaub zu machen. Also ein guter Zuganschluss ist zumindest jetzt für Leute wie mich ohne Auto und so natürlich schon auch durchaus ein... Ja klar, ICE 3, ja moin. Natürlich durchaus natürlich ein relevanter Faktor, den man in viele betrachtet. Ich war zu schnell. Ich habe gedacht, das waren schon 85. Ich kann das den Tacho nicht richtig lesen. Ja. Ja, ich bin schuld. Ich weiß. Ja, ich bin schuld. Ich hab's. Ich dachte, das wären schon 85. Oder bin ich verrutscht in der. Ja. Bin ich echt verrutscht in der Anzeige? Kann das sein? Ich dachte, wir wären bei 85 gewesen. Waren wir scheinbar nicht. Naja, was ich halt raus wollte, ist, dass aber generell einfach ein guter Anschluss, finde ich, wichtiger ist, als zu sagen, oh, das muss jetzt unbedingt irgendwie Fernverkehr sein. Also da hätte ich lieber einen gescheiten RE im, sagen wir mal, Stundentakt, als dreimal am Tag einen Fernverkehrszug, der da hält. Also, ja, gibt's auch schon seit länger, habe ich auch nicht mehr viel drüber gehört, aber da gibt's unzählige Berichte drüber, wie Gemeinde XY, die jetzt ein Jahr wegen einer Umleitung einen Fernverkehrsanschluss hatte, den unbedingt behalten will, weil das dann so cool ist. Oder wenn da schon eine neue Strecke gebaut wird, dann musst du auch unbedingt ein ICE halten und hier und da. Und ach, welchen Stellenwert da einfach so einen Fernverkehrshack gegeben wird, weiß ich halt nicht. Ich sag mal, dass nicht nur positiv aufgenommen wird, hat man ja auch damals in dieser immer ironischen Berichterstattung über den Sylt Shuttle Plus mitbekommen, der halt ein Fernverkehrszug ist. Und da hat ja die DB versucht, schön zu reden, warum das jetzt gut ist, dass das ein Fernverkehrszug ist. Nicht im Nahverkehr, aber ach, das ist halt eh... Weiß ich nicht. Also finde ich irgendwie weirdes etwas. So. Ab jetzt aber ohne Zwangsbremsung heute. Hoffentlich. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ach, das war's ärgerlich. Ich dachte echt, wir wären schon bei 85 gewesen. Videobeweis sagt wahrscheinlich nein. So. Sehe ich natürlich auch nicht so viel auf dem Tacho. Ist dann L? Ja, genau. Ist dort Licht hier vorne? So. Ah, erstmal sehr geehrte Fahrgäste. Wir heißen natürlich alle recht herzlich willkommen. Nach auch 10 Minuten mal im Eurocity. Der. Was ist denn der Betreiber dann eigentlich? Das ist ein Konglomerat zwischen der DB, ÖBB und der SBB im Endeffekt, ne? So, Achtung.
Oh, es ist der Güterzug, der vor uns losgefahren ist, ich glaube. Den wir jetzt gerade am Überholen. Ja, sorry, ne, liebe Leute, dass mit der... Dass wir jetzt ein bisschen spät dran sind, das ist nämlich auf meine Kappe. Ja, das könnte er gewesen sein. Ach, belastend. Ja. So ist's eben. Aber zumindest kommen wir da noch zügig durch. Wenn wir jetzt nicht allzu stark aus dem Takt sind, dann haben wir ja noch unsere Trasse irgendwie irgendwo. Weiß nicht, wie eng das hier getaktet ist, aber es ist wieder cool, weil ich habe schon wieder ganz viel KI-Verkehr gesehen. Ich bin da immer ein bisschen... Also, teilweise ist es immer ein bisschen leer, aber hier ist immer schön, schön viel los. Ja. Herein. Hallo, was war das? Es hat sich angehört wie dieses, diese Windows-Einrast-Funktion, ne? Ich habe nicht 10-mal Shift gedrückt oder so. Irgendwas hat wohl gepippt. So, jetzt sind wir mal ein bisschen hier auf... Weniger auf Strom, wobei es ist ja nicht überlegt, nicht... Okay, ich habe nicht gespiegelt. Ich habe nicht gesehen, dass da gleich ein rotes Signal kommt. Ich wollte nur die Streckengeschwindigkeit wissen. Scheinbar ist er gleich bei Road. Ja, dann kann ich ja auch... Ja, okay, da sehen wir es. Mal wieder ein Szenario mit stehen bleiben. Ich mag es. Also ich mag es wirklich gerne. So. Ja gut, ich habe mich jetzt ja gespoilert, ne? Josh hat sich gespoilert. Ja. Belastend. Würde ich mir jetzt aber auch nicht mehr angucken an eurer Stelle, ne? So ein elendiger Spoiler. Keine Ahnung. Wie kann ich jetzt noch weiter abwertend betiteln? Spoiler-Junge. Den Pietz mit Superheld oder so. Ach ja, so. Jetzt wollen wir heute aber mal nicht an den Punkten zu schnell sein. Wir gehen jetzt mal zügig runter und danach können wir... So, hier ist dann die nächste. Genau, das auch noch auf. Ah ne, aber kann sein, das war doch schon ein Herzmagnet. Befreien und weiter geht's. Oh, wir haben einen vorausfahrenden Zug. Ich liebe vorausfahrende Züge. Wir hätten wahrscheinlich sogar anhalten müssen, wenn wir nicht die Zwangsbremsung bekommen hätten, ne? So 120 waren hier Streckengeschwindigkeit, ja. So, und jetzt gucke ich nicht mehr auf das Ding. Ich lasse mich jetzt nicht mehr spoilern, so. Gut, das weiß ich, wir haben vorausfahrenden Zug. Vielleicht hätte ich das auf dem Fahrdienstleiter erfahren, wenn ich vorher ein intensives persönliches Gespräch mit ihm geführt hätte. Aber das haben wir halt nicht gemacht. Und was mir einfällt, ich habe echt vorher nach der Ein-Omsi-Folge, die ich vorher aufgenommen habe, habe ich mir gedacht, jo, ein Eis holen wäre nicht schlecht. Ich habe jetzt immer noch kein Eis gegessen. Also, Siefer. Ist es. Siefer. Ich sehe schon, die Siefer wird uns heute zum Verhängnis. Hi, Kollege. Da ist echt richtig viel los, muss ich sagen. Ach, schön. Ich mag es. Me like. So. Vor dem nächsten Signal habe ich auch noch ein bisschen Respekt. So, da kommt das doch nicht. Ich sehe mich doch schon einzählen. Wollen wir mal rollen. Es ist Fahrt, aber langsam. Also zumindest noch was drunter. 120. Muss ich ja wieder bestätigen. Ach, hätte schneller fahren dürfen. Naja. Gut. Wir fahren da eh langsam aus 120. Jetzt nicht mehr. So. Das Ding heißt doch Geschwindigkeitsprüfabschnitt, oder? Dieses Dingens da auf dem Boden. Was einen dann zwangsbremst, wenn man zu schnell ist, ich glaube. Klingt zumindest auch nach einer sinnvollen Bezeichnung. Warte mal. Ah, ja, ist rot. Bergab. Beeinflussen. So. Und wieder auf Maximum und den so ein bisschen. Ach, ich mach das immer falsch, weil die Bremsensteuerung im Train Simulator und im Train Sim World anders ist. Also das hat Ä und Ö bei Train Sim World und Ä und Ü beim Train Simulator. Also man hat es halt immer ein bisschen. Einmal ist waagrecht, einmal senkrecht, finde ich immer ein bisschen weird. Also für Kombibremse lösen und anlegen. Ja, hier mache ich jetzt beide einzeln, aber... Oh, ich mag die Action. Ja, ich fühle das gerade wieder voll. Weil das Ding ist, in Train Simulator 2 ist es halt echt schwierig. Dadurch, dass halt das Szenario-Konzept halt wesentlich Vereinfachungen halt enthält, ist halt echt das Problem, dass man auch gar nicht so viele Möglichkeiten hat, wenn man das Szenario erstellt. Deswegen finde ich es eben umso cooler, wenn man dann auch mal so ein bisschen Action drin hat. Also... Ich sag mal, der Szenario-Planer vom Train Simulator, da kommt das halt hier bei Welten noch nicht dran. Also die Möglichkeiten sind halt so extrem begrenzt. Dafür ist es natürlich auch einsteigerfreundlicher. Also da kommt man halt auch
eher mal dazu zu sagen, hey, ich mache mein Szenario selbst. Wahrscheinlich bremse ich auch falsch und muss da mindestens eine Narbe hier drin sein. Ich habe keine Ahnung. Mimimi, Josh, du bremst falsch. Mimimi, Josh, alles falsch. Mimimi, Josh, du kommentierst falsch. Josh, nimm es falsch auf. Ach ja, ach, schön. Dann haben wir aber echt einen vorausfahrenden Zug und der hier ist dann der in die Gegenrichtung. Wahrscheinlich, ne? So. Gut, hier haben wir jetzt nicht das Problem, dass die Türen einfach so aufgehen würden. Sonst müsste man sagen, ja, keine Fahrgäste, da bitte nicht aussteigen. Das ist nur ein... Ist das wieder gepippt? Ja, ich weiß nicht, ich habe zurzeit sehr viele so in Anführungsstrichen Sonderfahrten, also Ersatzverkehre mit älteren Regionalverkehrswagen mit gefahren gewesen, gedönst gehabt, gesehen und das hat immer, ne, darfst halt nicht aussteigen, weil sonst da kannst du halt einfach aussteigen. Ist halt schon lustig, ne? So. Wir warten. Ist wahrscheinlich auch relativ lange Streckenabschnitte, ne, die dann gesperrt werden jetzt. Aber war da nicht aber was, dass man jetzt hätte vielleicht besser am Bahnsteig warten sollen oder so? Ich weiß es gar nicht. Also immerhin habe ich jetzt Zeit, ein bisschen den Zug wieder zu filmen da, so. Hast du Ausfahrt? Sehe ich nicht. Auch ordentlich viel Zug, ne? Ich komme gar nicht so weit weg, weil das nicht die... ich habe... Oh, sorry. Oh, er fährt auch. Fahren wir auch. Komm jetzt einmal hier den. Zugbeeinflussung. Ach, ich hätte aber da gucken müssen, dann ist es irgendwie lauter, ne? Ja, 3D-Sound-Gedöns halt, ne? So. Wie schnell dürfen wir denn? 110. Okay. Gut, dass wir voraus... Da vorne wäre es gewesen. Dass wir vorausfahrender Zug haben, ist natürlich jetzt auch nicht verwunderlich, weil wir ja... Ja. Ja, je nachdem, wie schnell wir halt sind, wie schnell der vorausfahrende Zug ist, fahren wir entweder auf ihn auf, immer oder nicht. Scheint aber ein Ticken langsamer zu sein als wir. Also entweder hält der überall, oder es ist halt eben langsamer Güterzug, was aber mir auch nicht sein kann. Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir irgendwas vor uns. So. Und das hat aus Grund X Vorfahrt. Vielleicht ist ja schon aus dem nachfolgenden Streckenabschnitt auch wieder raus. Und da können wir dann irgendwie trotzdem mit einem durchfahren, weiß ich nicht. Aber es ist ja wieder genau der Punkt, wenn du jetzt halt wie hier verschieden lange Streckenabschnitte hast, halt die Signalabstände, dann merkt man halt, wie, ich sag mal, halt das System LZB oder auch das mit dem ETCS jetzt halt kommt, wie halt diese Systeme einfach die Bahninfrastruktur, die bestehen, einfach leistungsfähiger machen. Also könnte jetzt halt der hinten rein fahrende Zug, also wir, könnten uns einfach an die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Zugs halt einfach anpassen und immer im selben Abstand zum vorausfahrenden Zug unterwegs sein und müsste halt nicht diese Signalabstände haben, dass man halt immer mindestens Bremswegabstand hat, sondern ja, ist eine ganz interessante Sache. Ist auch genau der Grund, habe ich irgendwann mal, glaube ich, durch die Kommentare erfahren, als man hier mit den Kommentaren geschrieben hat. Deswegen haben die ja bei der S-Bahn München auch einen stark befahrenen Streckenabschnitt mit LZB ausgerüstet. Nicht, weil da so schnell gefahren wird, sondern einfach, um diese kurzen Fahrzeugabstände realisieren zu können. Und das ist schon auch irgendwie eine ganz smarte Angelegenheit, dass du da halt im 1-2-Minuten-Takt halt die Bahn lang fahren lassen kannst und halt nicht fast die ganze Zeit immer in diesem... in irgendeinem PCB-Modus drin steckst, wo man halt langsam fahren muss und halt da nicht vom Fleck kommt. Also ist schon echt für sowas eine sinnvolle Sache. In Anführungsstrichen diese etwas moderneren Zugleitsysteme. Ja, LZB ist natürlich jetzt technisch gesehen auch absolut oll. Aber ja, dadurch, dass es halt auch vor allem vergleichsweise einfache Technik ist, klappt es halt auch einfach irgendwie immer noch, ne? Das ist ja nicht Hightech irgendwie, sondern es ist ja relativ simpel, was da übertragen wird. Und
Ich habe jetzt ja die nächsten Dinger, nagelt mich da jetzt ja nicht drauf fest, laufen ja nicht mehr über stationär vielleicht Kabel und Gedöns, sondern das ist ja dann in irgendeiner Form Mobilfunk. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass das, ich sag mal, über das normale bestehende Netz geht, sondern es wird halt, es werden ja die vom Mobilfunknetz bekannten Frequenzen genutzt, aber an den Bahnstrecken dann wahrscheinlich extra ausgebaut, weil du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass überall Mobilfunkempfang ist. Ja, ich kann mir schon vorstellen, also bei Neubaustrecken wird ja sowieso stark darauf geachtet, dass dann parallel zur Strecke auch Mobilfunk ausgebaut wird. Wahrscheinlich auch primär für die Fahrgäste. Aber ja, das ist auf jeden Fall so das Ding. Und ja, ich fahre immer, man sollte nicht immer Höchstgeschwindigkeit fahren, wenn man weiß, man hat einen Zug vor sich. Man sollte wissen, wie schnell der fährt und sich dann die Geschwindigkeit anpassen. Ja, ja, ich weiß. Ich fahre gerade viel zu hektisch dafür, dass wir rausfahren dazu kamen. Aber ich mag das irgendwie doch immer Beeinflussung jetzt käme und dann langsam zu fahren. Es kann auch sein, dass er immer mal abbiegt. Ne? Ich weiß ja nicht, was seine Mission ist, wo er hin. Ich wollte. Ja, ich bin immer noch verwirrt mit den. Da vorne ist doch aber. Ja, kann sein, das nächste Signal ist doch jetzt wieder. Wir dürfen doch jetzt. So, und dann fahren wir jetzt einfach wirklich mal gemütlich dieses Mal. So, einmal hier raus. Dankeschön. Vielleicht nicht unter 45, oder? Sonst ist es arg langsam. Oh, bei 60. Ach, gucken, was bis zum nächsten Signal ist. Scheint jetzt ja hier so ein bisschen Bahnhofsbereich zu sein, was ein bisschen mehr signalisiert ist. Ich weiß es nicht. Ein bisschen geht's bergab, ne? So, nur ein Kollege. Doppeltraktion. Schönen guten Tag, sag ich. So, ich glaube, jetzt müsste aber, falls wirklich rot ist, nochmal ein bisschen hier in die Eisen steigen. Eisenbahn und so, ne? Snow IM gespannt. Wo ist die Signalisierung? Bist du ein... Ah. Dankeschön fürs Wiederholen. Ja, froh sie deine verkürzten Signalabstand, Gedöns, was auch immer. Auf jeden Fall weiß ich, dass da jetzt rot ist. Ah, ne. Oh, ha, nice. Guck mal, wir haben ungefähr die... Dingens getroffen, ne? Die Geschwindigkeit vom anderen Zug, der scheinbar sehr langsam ist. So, hier wäre jetzt unser 500 Hertz gewesen. Gut, dass das vorher umgesprungen ist, ne? Sonst hätte ich da... Das ist ja genau das Ding. Warum du wahrscheinlich ein S-Bahn-Konzept und dann hängt dir die ganze Zeit in der PZB-Beeinflussung drin. Du kommst da halt auch so schnell nicht wieder raus. Also, du musst dann halt teilweise echt lange Streckenabschnitte wesentlich langsamer fahren, als es halt eigentlich notwendig wäre. Aber dadurch, dass die PZB halt relativ wenig Wissen über andere Fahrzeuge, also aka A1 halt hat, ja, und du wirklich ja nur an den Punkten dann Informationsaustausch betreiben kannst, ist es halt notwendig, dass es so läuft, aber genau, ist ja das noch ältere System. Und da gab es dann noch Vorgänger davon und Vorgänger vom Vorgänger. Und dann kann man auch einfach so ein, bei einer eingleisigen Strecke so ein komisches Token oder was auch immer mitnehmen, um damit immer nur einer auf der Strecke ist. Das ist auch witzig. So, ich fahre mal nicht schneller als 90. Vielleicht haben wir dann ja den Abstand. Da sind 100, das kann uns relativ Wumpe sein. So, 56,0. Ich weiß auch gar nicht, wann und wo wir dann da sind. Vielleicht, wenn wir das nächste Mal stehen, würde ich mal danach gucken. Das ist mir auch mal interessiert, nicht, dass ich da irgendwie durchfahre. Wobei, da müsste doch eigentlich so eine... Da müsste doch eigentlich so ein Bubbel sein. So, Tag, Kollege. Guck mal, der nächste ist auch grün. Da können wir fast noch, aber wir sind eh bei 100. Schneller käme eh nicht. So, dann sind hier 100 und das ist noch wie weit? 11 Kilometer. Jo, chill mal da draußen. 11 Kilometer, das ist doch gar nicht mehr so weit tatsächlich. Das heißt, man merkt, mit Livo ist immer noch nicht, was da vor uns ist, gehe. Ja, hatten sie jetzt vielleicht, ich sag mal, in Summe vielleicht ein paar Minuten Verspätung eingebracht, aber... Ach, ich weiß nicht, ich mag genau diesen Vibe zu fahren, ist wahrscheinlich auch nicht irgendwie
realistisch, weil je nachdem, was es halt für ein Zug vor uns ist, der uns so ausbremst, hätten wir den schon eine Weile lang überholt hier und da, aber ich finde das cool. Und halt wirklich also eine Überholung zu realisieren in Transcend World 2, wenn man selbst der Überholte ist, ist halt auch, also das ist halt schon krass. Also glaube ich, gibt es auch ein paar Stellen, aber da muss man schon echt tricksen, dass das funktioniert, weil ich glaube, man hat auch gar nicht die Möglichkeit, die... Nee, es ist alles ein bisschen weniger klar strukturiert, also man weiß halt dann oft gar nicht zur Szenario-Erstellzeit, wann wer wo jetzt Vorfahrt hat, was ja dann der, ich sag mal, elektronische Fahrdienstleiter im Train Simulator direkt schon, ich versuche jetzt mich eigentlich um den Begriff statisch zur quasi, ne, Erstellzeit und noch nicht zur Laufzeit, das ist wieder diese Informatiker-Analogie, aber basically ist es halt genau das. In Train Simulator kann man schon direkt zur, in Anführungsstrichen, Compile-Zeit, also bei der Erstellung, rausfinden, wann wer wo da ist, und das hier wird doch sehr laufzeitmäßig, bestimmt sich da vieles erst, deswegen ja, ich sehe es wahrscheinlich hier ein bisschen schwieriger zu realisieren, aber dafür einen vorausfahrenden Zug kriegt man halt relativ einfach voreingesetzt und dann hat man auch Spaß. Also ein bisschen Abwechslung beim Fahren, das meine ich jetzt mit Spaß, so ein bisschen Action am Zug. Und nicht, sie fahren einen Fernverkehr von A nach B mit keinem Zwischenhalt und die Strecke ist frei. Way. Ne, ihr versteht, was ich meine. Gut, die SIFA ist für mich gerade anstrengend genug, scheinbar. Das ist. Ich muss unter 85 kommen, ich bin zu schnell schon wieder. Ich lasse mich nicht mehr baiten von dem. Von der Skala. So. Ist immer noch rot, ne? Da kann ich gleich nochmal ein bisschen runter. Dann kommen wir eventuell wieder gar nicht in die 500 Hertz Beeinflussung. Ach ne, guck mal, da liegt er doch schon. Naja, okay, gut, dann haben wir es dieses Mal wohl geschafft. Und jetzt springt er um. Ne, gut. Wäre es halt auch noch gewesen. Ja, oh, ja, ja, sag ich doch. Genau, jetzt dödel ich halt nämlich da mit meinen 25 dahin. Ich glaube, ich bin einfach sogar noch einen kleinen Ticken langsamer, sonst kriege ich auf den Sack. Weiß ich nicht genau. Das ist die einzige PZB-Gedöns Geschwindigkeitskurvenzeit, die ich nicht weiß. Ja, auf jeden Fall darf ich jetzt halt nicht schneller fahren, obwohl ich könnte. LZB könnte ich direkt, ne? Zack, Hebel, Pedal to the Metal und Abfahrt. So, SIFA nicht vergessen. Aber immerhin passiert dann auch mehr Action für den Triebfahrzeugführer hier vorne. So, jetzt müssen wir doch direkt die Strecke haben. Dankeschön. Storm Homos nehme ich weit, aber wir halten ja immer überall Ohr, deswegen, ja. Müssen wir mal schauen. Hi, ja. Uncle Roger, like EC 67. Bestimmt. Wobei, wir haben gar keinen Speisewagen, also irgendwie nicht ganz so cool. Was ich halt im internationalen Verkehr, wenn man dabei unterwegs ist, schon irgendwie cool finde. Vor allem, wenn es jetzt keinen von einer. Gut, ich will es jetzt auch nicht auch komplett verteufeln, aber es gibt schon noch durchaus in Europa noch viele Bahnen, die ja auch wirklich teilweise noch kochen, also wirklich noch kochen in ihren Speisewagen und halt nicht das DB aufgewärmte Mikrowellenfood, aber überhaupt was die Möglichkeit zu haben, sagen wir mal bei einem 6, 7, 8 Stunden Trip außerdem selbst mitgebrachten Zeug, das ist überhaupt schon mal ein Ding. So, wenn es überhaupt mal angefangen nur bei einem Kaffee ist, den Rest kann man sich ja schon noch irgendwie selber mitbringen, aber ist es manchmal schon irgendwie ganz cool. So, ist immer noch grün, das heißt, ich. Aber wie schnell als 100 würde ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe halt, wenn man jetzt halt das Meta-Wissen noch hätte, dass der Fahrdienstleiter einem vielleicht das so mitgeteilt hätte, wie bei Blub, jetzt ist der weg, jetzt hätte ich ja 150 fahren können, so, aber ich gehe davon aus, dass der noch vor mir ist. Der andere Zug. Deswegen fahren wir langsamer. Und reden auch ein bisschen langsamer und machen dazwischen seltsame Pausen.
Das sieht irgendwie... Ja, kann sein. Da hängt was unten dran, aber 130. Ja, das sind wir eh drunter. Wenn es so 70 gewesen wäre oder sowas, wäre es vielleicht ein bisschen kritisch geworden, aber... Ja. 70 schmipsig, sag ich da immer. So, sehr gefahren, Gäste. Wir erreichen in wenigen Minuten Gemünden mit einer Verspätung von voraussichtlich 5 Minuten. Grund dafür ist die Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Ja, sie haben folgende Anschlüsse: RB nach Gdöns, über wo auch immer. Vom Gleis direkt gegenüber. So. So, hi, Kollege. Gut, dann fahren wir mal durch hier in der Hoffnung, dass wir jetzt durchfahren können. Ist plötzlich auch was auf, ne? Ja. Ach, da oben liegt dann LZB, da geht's ein bisschen zügiger vorwärts. Okay, Gemünden ist scheinbar dann der langsame Part. Gut. Vielleicht ist der andere Zug ja da lang, man weiß es nicht. SIFA, Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. So, jetzt entscheidet sich noch mal ein bisschen was. Wenn das auch wieder Fahrt ist, wollte ich gerade sagen, da kann ich noch mal ein bisschen hier eher 130 als 110 fahren. Dann freut sich zumindest der Fahrplan ein klein wenig. Und die Fahrgäste, dass wir einen kleinen Ticken weniger Verspätung haben. Und die DB unterm Strich, dass sie weniger Fahrgastrecht Dingensgedöns ausfüllen und bewilligen müssen, weil eine Zielverspätung von über einer Stunde am Endbahnhof irgendwie passiert ist. Keine Ahnung. Wenn ihr den Umstieg halt nicht kriegst, ne? So, dann wollen wir einmal die Eunfort machen gehen. Schön am Wasser lang, so die SIFA nicht vergessen. Da müsst ihr doch auch bald jetzt langsam anbremsen, ne? Wahrscheinlich kriegen wir doch auch mal irgendwie irgendwas zum langsamer fahren, wenn es auch nur für eine Weiche ist. Oder fahren wir jetzt direkt komplett alles Durchfahrtsgleise. Oh, die habe ich wohl eben übersehen. Da gab es auch keinen Geschwindigkeitsprüfabschluss, sonst wäre ich wahrscheinlich ja, mehr auf die Straße gucken, mir die Landschaft angucken. Gut. So, okay, halt. Erwarte. Zugbeeinflussung. Gut, dann halten wir vielleicht doch nochmal vor dem Bahnhof. Schade. Das Ding ist, wenn man so langsam wird, holen die Fahrgäste schon ihre Koffer raus und hier und da, ne? Und denken, oh, kann ich gleich aussteigen? Nee. Doch. Das war exakt echt ein cooler Abstand vom vorausfahrenden Zug, muss ich sagen. So gefällt mir echt gut. Du bist dann nicht immer direkt auf Null, sondern immer so ein bisschen... Man kann sich dann doch nochmal rausbefreien und dann doch wieder... Ach, ist schon cool. So, aber das nächste dürfte dann schon auch der Bahnsteig sein, vermutlich. Ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bummeln wir dann noch länger hinterher. Zugbeeinflussung. Also ganz ehrlich, Tröd hätte es auch getan. Wie sonst auch immer. Bei der anderen PCB. Einfach ein Map. Ich brauche keinen. Zugbeeinflussung. SIFA-Zwangsbremsung. Gut, zwischen SIFA und dem PCB könnte man vielleicht noch einen Unterschied machen, so, damit man es halt mitbekommt, dass man schnell nochmal die SIFA belasten und entlasten sollte. Aber, boah, hey Kollege. Boah, ich mag einfach das, den vielen KI-Verkehr. Ich find das hübsch. So, das ist aber nicht... Nein, das ist nicht Gemünden. So, da vorne ist auch wieder Fahrt. Das heißt, es ist wahrscheinlich... Bummelt Kollege auch gerade so in dem Tempo in den Bahnhof ein. So, falls ich mich jetzt verguckt habe, tut es mir leid. Dann fliegt gleich was. Aber das sieht mir doch sehr gut aus. Genau. Ist auch das Schöne, wenn ich mich jetzt diesem ungerechtmäßig befreit hätte, dann wäre halt die Zwangsbremsung geflogen. Ne? Dann
passiert ja auch nichts sicherheitstechnisch Problematisches. Das ist ja das Gute dann dran. So, da vorne ist ja wieder... Nee, es ist nicht auf unserem Gleis. Ja, Rollen trifft es, glaube ich, ganz gut da vorne. Ist aber auch... Oh, nee, guck mal. Einfach das gestellt, aber wir müssen halt natürlich langsamer werden wegen Weiche. Gut. Sehr schön, da befinden wir uns da wirklich langsam jetzt in Anfahrt. Auf unseren, zumindest für uns hier, ne? Für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und für mich im heutigen Endbahnhof. Natürlich nicht des Zuges, da wechselt einfach nur das Zugteam und Fahrer. Ja, ich habe jetzt auch harte Arbeit gehabt, 40 Minuten. Eine Zwangsbremsung, also ist dann auch mal wirklich, ist auch mal gut für heute. Ich brauche jetzt kurz vor der Weiche bremsen, weil wir ja unter 85 sind und ja, genau. Das nicht allzu weit entfernt ist, um noch das letzte Sekündchen Fahrzeit hier rauszuholen. So. Zugbeeinflussung. Und nochmal hier. Zugbeeinflussung. Was dann jetzt vielleicht wirklich schon auch dann das Enddingens ist, sehen wir mal gucken. Oder wir halten auch nochmal vorher. So, Ankündigung auf 100, da muss man ja aber auch schon theoretisch gut durchheizen, wenn freie Fahrt ist. Ja. So, da links sieht es nach Abstellung aus. Worauf werden wir denn jetzt geleitet hier? Ach nee, nicht hier, das ist nicht unsere Weiche. Da vorne vielleicht. So, zack. Ah, hier nach links, okay. Das ist eine der längeren Gleise, die anderen sind. Das ist überhaupt eine der wenigen, ja. Die überhaupt befahrbar sind. So, dann machen wir hier mal zack, da fahren Kollegens ab. Und der Ausstieg, liebe Leute, in Fahrtrichtung rechts. Sie haben noch Anschluss am Gleis gegenüber der Regionalbahn. Nach, weiß ich nicht. FIFA. Bitte zügig umsteigen. Jetzt fährt er einfach gleich los. Hinten sieht's aus. Werden wir drin. Okay, dann machen wir hier den Halt kurz vor Bahnsteigende. So, haben wir da Buggy-Türen. Das heißt, wenn ich jetzt also theoretisch da ja, rechts hinten riegeln lassen würde, das tut immer nicht so richtig. Ja, genau. Ist ja das Problem dieser Traktion, aber das kennt man ja. Taurus mit anderen Wagen zusammen, außer glaube ich den Doppelstockwagen, ist aber ein bisschen kritisch. Ansonsten hätte ich es einfach mal gesagt, haben wir das ganz gut geschafft. Ich steige nochmal ein, damit es nicht so laut ist. Und ich sage recht herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Besuchen. Wir können nochmal irgendwie... Oh, falsche Seite. Ups. Ja, Ausstieg links, ne? Kann man sich auch nicht merken. So. Dann steigen wir noch einmal in einen Wagen ein. Ah, schon hübsch. Ich finde das cool. So, einmal einsteigen hier. So. Super zum Platz. Ich mache mal ganz kurz hier ein bisschen Licht. Ne, hätte ich im Fahrer vorne machen müssen. Also. Gut, hier frei. Ach, direkt in den Gepäckablagen. Schön. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich habe sogar ein Endscreen, ne? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.